Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur PR-Faktenkolonie, Folge 4375. Nee, keine Ahnung, ich glaube irgendwas 103, 104 oder so. Das waren auf jeden Fall schon reichlich Folgen. So, wie angekündigt, habe ich so ein bisschen was hier eingestellt. Ich habe auch noch ein paar weitere Lagerverdichter bauen lassen vor der Aufnahme und ja, habe auch so ein bisschen was eingestellt schon. Zusammenfassend kann ich dazu sagen, dass ich alles, was jetzt hier noch offen ist, also Rohmineral, Filtermaterial und Verschiedenes, habe ich noch nicht hier ausgewählt. Für alles andere gibt es zumindest für die momentane Menge plus ein bisschen Reserve ausreichend viel Platz. Hier soll der nächste Bereich entstehen, wo wir noch Lagerverdichter bauen und ja, außerdem habe ich hier so einen kleinen Ausgang gebaut aus den Transportröhren und habe mir gerade kurz bevor wir angefangen sind überlegt, wir könnten hier auch noch einen Transitrohreingang hinbauen, damit diejenigen, die hier irgendwas gemacht haben, auch von hier schnell wegkommen. Das habe ich nämlich beobachtet, dass die gerade, wenn die Schutzanzüge, wenn die Stationen hier voll sind, die hier erst rüberlaufen müssen und dann hier hochlaufen müssen, dann erst hierher können. Das geht sicherlich schneller, wenn wir hier auch noch eine Station haben. Und die bauen wir mal direkt. Darf hier den 375. Transformator mindestens genauso vielte Batterie. Kabel können wir aus Blei bauen. Und dann braucht es hier noch ein Kabel. Hier habe ich einen so einen Durchgang gelassen, dass wir hier schnell und einfach rumkommen. Zur anderen Seite. Ja, und jetzt können wir eigentlich ein wenig Gas geben. So, hier müssen wir noch ein wenig Ethanol aufwischen. Das war das, was hier so drin verteilt war. Es war nicht so ganz viel, aber so ein bisschen halt. Den war jetzt gerade ist hier über runtergelaufen. Ja. Da unten mal eben aufwischen lassen. Oh. Ist die Rutschstange noch unterbrochen. Ja, überlegen wir, ob wir Diamant und Abyssalit hier noch mit dazu. Erstmal noch nicht, glaube ich. Kommen wir dann auch Lagerverdichter hin pflanzen und dann eigentlich eine feste Durchgangsebene mal schauen, ob es wird. Dahin. Hier muss ich natürlich eben aufpassen, nicht, dass ich da einen Auftrag gebe für eine Leitung bauen und dann verbindet sich da irgendwas. Aber das sollte so denn jetzt passen. Bio ist alles auf 5, ja. Ja, können wir werkeln lassen. So, was ich jetzt als nächstes gerne machen wollen würde, wäre doch nochmal an die Schlafzimmer ran. Toiletten
Und Waschbecken werden wir jetzt separat bauen. Ich habe ja oft und lange und viel und so weiter hin und her überlegt. Wir werden hier Bereiche bauen, wo das Ganze machen. Eine Änderung, die wir noch mal eben machen. Hier die Leiter nach dort verlegen. Ja, doch, wir bauen hier auch so ein bisschen Rohr mit ein. Machen wir dort drei Toiletten hin. Haben wir eigentlich auch genügend Platz? Machen wir anders dann, wenn das so nicht so schön passt, dann was immer so in Zweierblöcken. Nein. Passt richtig. Ah. Dann machen wir das so. Dann gibt da den großen. Und diese Skulpturen hier, dann dürfen wir ja eigentlich einen recht guten, mein Gott, Entschuldigung, einen recht guten Dekorwert haben. Hier brauchen, was heißt brauchen, hier bauen wir dann auch außerdem noch da Deckenleisten. Das Ganze bringen wir hier dann mit rein. Für den Dekorwert genau helfen die Statuen super. Die klotzen hier ganz schön ran, ne? Darf ich das mal so sagen? Geht schnell. Statuen sind fertig geworden.
So, bauen wir den gleichen Raum hier runter jetzt nochmal oder machen wir hier den ersten Speisesaal hin? Das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mir noch überlegen. Diamant habe ich so liegen. Das hier ist schon echt viel, ne? Deswegen habe ich das auch mal außen vor gelassen und hier die 1028 Tonnen Abyssalit. Wobei ich glaube, die können wir recht bald abdecken. Diamant hat nur 174,8 Tonnen. Ich denke, da kommt so ganz viel auch nicht mehr dazu. Verschiedenes. Und machen wir davon mal 10, würde ich sagen. So. Dann legen wir los mit Abyssalit. 10 haben wir weg, das heißt, das sind noch 12 und 22 sind 34. Fangen damit lieber von unten ausgehend an. Das sind jeweils immer 10, sind dann 44, 54. Das würde reichen. 1080 machen wir lieber noch einen dazu. Dann haben wir da auf jeden Fall auch erstmal genug. Hier muss ich gleich noch die anderen auch einstellen, das ist mir bewusst. Sand und Regolith wird hoffentlich sowieso immer hierher gebracht. Warte, noch eine Idee. Oh, wir haben nichts mehr hier. Okay, dann müssen wir da gleich mal wieder ran. Können wir noch mal eben ein paar Nährstoffriegel, ist nicht viel, aber ein bisschen. Warum ist denn das hier? Wahrscheinlich Meteoriten durchgekracht. Hier oben aufhalten, das ist wesentlich langsamer. Das ist mal interessant zu beobachten. Oh. Eigentlich können wir hier auch mal belegen. Du musst ja irgendwann jetzt so langsam mal aufstehen, sonst wird das. Ach, wieder Autosave. Sonst wird das hier eng für dich. So, jetzt müssen wir hier aufräumen. Alles aus. Filtermaterial. Das stellen wir dann ruhig wieder auf 7.
glaube ich gar nichts. So, schon geht's los. Wenn das gleich erledigt ist, dann haben wir erstmal wieder so viel, wobei ich mir jetzt noch mal anschauen sollte, warum bringen wir das nicht direkt hierher? Okay. Nämlich ja die viel, viel bessere Variante, wenn wir das direkt hierher bringen. Mal eben schauen. Ein Temperatur. Recht schnell gebaut werden, wenn die sich alle wieder drauf stürzen. Ja. So, Richtung. Okay. Ja, wir machen lieber hier nicht direkt darunter noch einen, dann lieber hierher. In die Richtung, dann können wir durchaus wohl von dem Dekor profitieren, aber nicht, dass jemand da ohne Hände waschen durchrennt. Macht. Oh, ist schon fertig, oder? Ja. Na gut, Temperatur ist auch völlig okay. Schauen wir uns noch mal eben um, wie er aussieht. Ich lasse aber den Sand und den Regolith trotzdem hier, dann kann ich den eigentlich auch zuklappen. Wie viel haben wir denn hier so mal ganz grob überschlagen? 6. Zwischen 6 und 7000 Tonnen. Das ist viel. 350 Lagerverdichter. Wir haben hier 4, 6. Ach Mensch, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 130 haben wir hier schon. Okay. Ich will noch 1, 2, 3.
11 dazukommen. Hier noch 220. Also müssten wir in eben 20 dazu bauen. Ist das richtig? Ich glaube schon. Waren das jetzt 20, 5, 8, 11? Ich glaube, einer fehlt noch. So, und hier möchte ich jetzt erstmal das kopieren. Das klappt nämlich ein bisschen besser, als wenn ich hier direkt noch schon die Lagerbehälter baue, weil dann wird immer mal wieder jemand eingesperrt. Wenn wir das so machen, dann können die sich trotzdem durchgraben, auch ohne dass Material für die Lagerbehälter geliefert sein muss. Das klappt sonst nicht. Mit berücksichtigt habe ich natürlich, dass ich hier jetzt noch mehr freigrabe und wieder ein bisschen mehr brauche, aber ja, lässt sich ja recht einfach erweitern. Platz haben wir ja noch. Ja, hier dann recht. Belege. Die ganzen zugewiesenen Toiletten geben wir jetzt alles auf. Okay, wir kommen gleich gucken. Ich mache eben das hier schnell fertig. Und einmal sticken, begraben, okay. Kriegen wir wahrscheinlich echt gut gelöst. Oh, es ist Nacht. Echt, dann müssen wir hier mal Alarme setzen. Der braucht gar nicht, der reicht. So. Okay. Ach so, da ja im letzten Video, das fällt mir gerade noch ein, hier eine Frage nach dem Gold kam, dass ich da ja auf die Prioritäten achten muss. Diese hier sind fast voll. Wenn ich hier einfach mal kurz das Gold rausnehme, bis gleich hier. Hier auch. Dann ist hier jetzt nichts mehr drin. Das abgekühlte Gold liegt hier rum. Das kann dann ja auch rübergebracht werden in die anderen Lagerverdichter. Und wenn ich hier wieder Neues mal irgendwann habe, dann müssen ja auch noch eine Luftschleuse machen. Ne? Da war ja mal was. Ja, da war mal was. Gehen wir das Ganze doch mal direkt an.
können wir zerlegen. So, dann machen wir das hier im Grunde so. Brauchen da Platz. Oh, Moment, dann machen wir es doch so. Für eine Pumpe. So. So. Okay, hier können wir jetzt anfangen mit das war nicht viel, aber das reicht eigentlich schon und dann packen wir da Petroleum dazu. Durch das Rohöl hier, diese paar Gramm, haben wir im Grunde ja jetzt schon hier eine Schleuse. Eine Flüssigkeitsschleuse, wo nichts mehr schief gehen kann. Nicht mehr brauchen. Können wir mal eben hier Wasser raus. Hier im Grunde auch überflüssig. Ich hab gedacht. Haben wir noch Petroleum hier? Nichts, was wir nicht wieder aufwischen könnten, ne? Ich habe eh viel zu wenig wie Lederwerbung gemacht in letzter Zeit. Hier auch jetzt gleich eigentlich zum Ende kommen wollen. Ich hätte nur ganz gerne noch das hier schnell erledigt.
das Vakuumpumpen müsste recht schnell gehen, ja. In so einem kleinen Bereich, genau. Ja, so. Ja, das können wir erst noch mal lassen. Wer weiß, ob wir das noch mal wieder brauchen. So, und jetzt zerlegen wir beiden. Das Gold hier aufräumen lassen. Das müsste dann eigentlich dorthin gebracht werden. Ja. Sehr schön, dass ab und zu auch mal genau das passiert, was ich mir wünsche. Freigraben. Hier werde ich gleich auf jeden Fall, wenn das weggeräumt ist, noch wieder dicht machen, und das ist dann auch die letzte Amtshandlung für heute. Das werden wir noch eben abwarten. Oh, sehr gut. Sowieso schon so ein kleiner Hindernis noch. Oder zumindest noch mal etwas verkürzen. Ja, das war's dann auch. Dann machen wir das noch eben dicht. Sehr, sehr schön. Gut, okay, dann sind wir für heute durch. Ja, geschafft haben wir eine ganze Menge. Ja, wie immer gilt, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Kommentar da. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.